Hallo zusammen, hier ist wieder Emily von meinem Hauptaccount. Ich möchte mit euch heute das dem München-Abenteuer machen. Man bekommt ja, während das läuft, pro Tag jeweils vier dieser Würfel zugeschickt. Und man kann, sollte man auch machen, hier über die Schutzmission, für jeden dieser einzelnen, also rot, grün, hellblau und blau beigehen. Und die kann ich jetzt natürlich nicht mehr zeigen, weil ich die schon abgenommen habe. Und da jeweils vier Sternehelden und einen Fünf-Sternehelden reinsetzen, um die dann zu tauschen. Dafür bekommt man dann den Fünf-Sternehelden, der hier zu sehen ist. Und jeweils nochmal vier extra Würfel. Ich meine, es sind vier. Könnten noch fünf sein. Fünf sind's. Fünf, genau. Die Vier-Sterne-Helden sind vorgeschrieben, welche Kategorie die haben müssen. Also zum Beispiel Krieger oder Priester oder die anderen Geschichten. Also da muss man dann gucken, dass man die richtigen hat, aber das sollte man auf jeden Fall machen, weil man dann mit den vier Würfeln, die man bekommt und den 20, die man hier bekommt, schon mal 24 Würfel hat, die man so nehmen kann. Dann haben wir noch das Geschenk des Mondes, welches wieder EXP-Kauf ist, wo man dann auch die Möglichkeit hat, noch hier 8 Würfel. Und hier nochmal 40 Würfel zu bekommen. Allerdings muss man dafür dann auch schon 5000 EXP gekauft haben. Nicht? Und wie teuer die Pakete sind, wissen wir ja. Dann haben wir das Paket des Abenteuers, was man kaufen könnte, wo nochmal 35 Würfel zu kriegen sind. Allerdings sind das aber auch schon 54,99, die man ausgeben muss. Und dann haben wir das wertvolle Paket, was dann anfängt ab 10,99, wo es 9 Würfel dazu gibt. Und hoch geht es bis 109,99, wo es dann 90 Würfel gibt, wo man dann aber auch die 50 EXP hat. Oder man geht bei und investiert Sterndiamanten, was dann diese hier sind. Muss man aber selber wissen. Da bekommt man die gleichen Pakete, allerdings ohne EXP. Also das muss man sich dann vor Augen halten. Und man hat im dem München-Abenteuer noch die Möglichkeit, sich Würfel dazu zu kaufen mit Diamanten. Das ist auf 30 Diamanten begrenzt für das gesamte Spiel jetzt, also von heute Freitag bis inklusive Donnerstag nächste Woche. Das kostet dann 150 Diamanten pro Würfel. Also sind insgesamt 4500 Diamanten, die man ausgeben würde. Das mache ich jetzt noch nicht. Da entscheide ich mich dann am Donnerstag für, wenn ich alle meine Würfel eingesetzt habe, ob ich das brauche. Denn wir haben hier ja die Strandbude, wo man diese Dinger hier eintauschen kann gegen die Sachen. Und ich arbeite immer darauf hin, dass ich die roten hier bekomme. Also brauche ich 3000 von den Dingern. Die bekommt man über die, na sag schnell, wie heißt noch gleich, über die Kampagne oder auch Kampagne der Lehre, je nachdem, wo man ist, bekommt man immer welche. Und man kann sich die auch gegen diese Dinger hier tauschen, die man ja bekommt, wenn man die Monatsaufgaben abschließt. Das also 1:1 Tausch und eben über das die München-Abenteuer. Da gibt es die dann, wenn man die passende Anzahl von Sterne voll hat, auch. Was ich ganz toll finde, ist, dass DH Games hier jetzt beigegangen ist. Also hier sieht man das, ne? 50, 50 für jedes Mal, wo man die passenden Sterne voll hat, gibt es 50 dazu. Die sind jetzt beigegangen und haben uns bei den Preisen hier neue Boxen reingesetzt, zwei Stück. Einmal so eine hier, wo es dann
Auswahlmöglichkeiten gibt, finde ich total super. Also man hat ja die Sternsplitter, dann die für die Jungsterne zum Aufleveln, dann die Rollen zum Beschwören, für die hochwertige Beschwörung, die Dinger für die Prophetenbeschwörung und man hat hier diesen Chor, den man braucht zum Beschwören bei den, ach, wie heißt das noch? Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Also das ist so die eine Kiste, die man hier eins, zwei, dreimal mit drin hat. Und ganz zum Schluss, wenn man es schafft, die 300 Punkte zusammenzubekommen, dann hat man hier nochmal eine Auswahltruhe. Da sind die Sachen auch mit drin. Allerdings hier schon statt 25, 75. Und hier sind dann der Orange und der Rote mit drin. Nicht? Und dann hier 20, 10 und hier sogar 3. Lohnt sich also definitiv, auf solche Sachen hinzuarbeiten. Das ist also ganz toll, ne? Weil hier hat man jetzt die 9-Sterne-Marionetten drin, was auch toll ist, aber ich finde, hierfür lohnt sich das richtig. Da kann man schon gut was bei absahnen, wenn man diese Punkte eben erreicht. So, nun zu dem Spiel hier. Sinn des Spiels ist ja, dass man möglichst auf diesen Pilzfeldern landet, um dann das Level hier erstmal auf 3 zu bekommen. Davon haben wir ja 3 Felder. Denn wenn das auf 3 steht, hat sich das hier auf 5 erhöht. Das heißt, man bekommt die fünffache Punktzahl. Wäre also gut, wenn man da landet. Mal schauen. Ich hatte das auf meinem anderen Account schon ausprobiert. Da war ich noch nicht ganz so erfolgreich. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Okay. Schon wieder. Sag mal, kriege ich hier jetzt genau das gleiche wie auf dem anderen Account? Wahrscheinlich. Das mag ich ja, ne? Wenn das so nicht wirklich so läuft, wie man sich das denkt. Und schon wieder auf dem Feld. Und schon wieder eine Wiedergeburtskarte. Wollt ihr mich veräppeln oder was? Manu, was soll das? Finde das ja toll, wenn ich dann immer einen Würfel wieder dazu kriege, ne? Aber. Oh, sag mal! Herrgott! Eine Stärkekarte, okay. Energie ist ausgebrochen. Das Level einer zufälligen Werkstatt plus 1. Wenn das Level aller Werkstätten das höchste Level erreicht hat, ist es ungültig, ist klar. Kannst du mir doch lieber einen Pilz erhöhen, da habe ich mehr von. Und ich hasse diese Karte. Dieses Feld ist sowas von für einen Eimer. Natürlich. Habe ich vorhin auch schon gehabt. Ach, so einen habe ich vorhin aber nicht gehabt. Okay, mal schauen. Eine 2. Eine 3. Ja, schon wieder eine 5. Eine Pilzkarte. Haha. Passiert das Dämönchen, das Pilzfeld oder landet das Dämönchen auf dem Pilzfeld? Beim nächsten Mal erhältst du doppelte Sterne. Okay. Ja, da wäre so ein Pilzfeld natürlich besser, weil das schon auf Level 2 ist, aber egal. So, drüber weg. Dann haben wir jetzt 6 Sterne bekommen. Bitte nicht auf dem nächsten Feld landen. Ach, und auf dem Pilzfeld. Hier haben wir wieder einmal aufgelevelt. Noch so einer. Schön. Okay. Okay. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Ich mache jetzt mal den, damit wir den schon mal einen weiterkriegen. Eine 5. Ah, du blöde Nuss, du hast verkehrt gezählt. Oh. Ich kriege einen Anfall und das alles schön auf Video, damit jeder weiß, wie doof man ist. Ach, ist das schön. Oh Mann. Es ist so was Bescheuertes aber auch. So, den haben wir jetzt schon auf 3. Ah. Glückwunsch, du hast eine Ressourcenauswahltruhe erhalten. Ja, das ist auch immer nicht so verkehrt. Wobei da jetzt nicht so die Ressourcen drin sind.
Der ist jetzt Ruf 3. Okay. So. Dann habe ich jetzt nur den, aber den würde ich mir eigentlich ganz gerne aufsparen, damit ich dann hier vielleicht nochmal das Feld schaffe. So, was haben wir denn jetzt erstmal? 54 sind schon ein bisschen mehr Sterne als auf meinem anderen Account. Okay, dann drücke ich euch ganz fest die Daumen, dass ihr mehr Glück habt als ich und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.